So, damit wir hallo und herzlich zurück zu einer wunderbaren neuen Ausgabe hier in Gran Turismo 7. Ja, nach dem Freitag, ja, die Gran Turismo-Welt ein wenig, ich sag mal, gebrannt hat. Also mit Brand meine ich wirklich, die war am Brennen, Junge. Das Feuer hast du auch kaum noch löschen können. Mit dem, ich glaube, längsten Serverwartung, die ich jemals in einem Spiel mitbekommen habe. Und wir gemerkt haben, dass Always-Online-Spiele im Singleplayer eine richtig geile Designentscheidung sind. Grüße gehen raus an Polyphony Digital. Vielleicht überlegt ihr euch diese Designentscheidung nochmal. Vielleicht könnte man den Singleplayer auch von den Servern abkoppeln und man Freitag nicht spielen konnte. Dann bin ich natürlich wieder zurück, hier beim Hinten Luca im Café, ein schönes Käffchen gönnen, ja, da mal ein bisschen wieder mit den Nerven runterkommen. Und wir haben ein sehr schönes Menübuch vor uns, nämlich das Menübuch von Ford. Und da sind schmackhafte Teile drin, wieder wunderbare Focus RS oder eben auch der 2006er Ford GT. Und der ist neben dem originalen GT40 mein Lieblings-Ford GT. Der aktuelle, verstehe mich nicht falsch, schickes KSZ, aber ich muss sagen, ich mag den alten aufgrund seiner assigen, brutalen Art doch noch ein bisschen lieber. Und ja, bin ich sehr froh, dass wir uns den hier einmal holen können. Und wir schalten aber noch die Special Stage Route X in USA frei. Ja, für dieses Menü konzentrieren wir uns darauf, von Ford hergestellte Autos zu sammeln. Ford war weltweiter Vorreiter bei der Massenproduktion von Autos und blickt auf 120 Jahre Geschichte zurück. Diese Autos bieten die Leistung, die man von US-Politikern erwartet. Sammeln Sie sie und kommen Sie zurück. Okay, wir sammeln drei wunderbare Ford und fangen, denke ich mal, schön an mit unserem wunderbaren Ford Focus RS. Den wir, denke ich, noch wieder ein bisschen grundoptimieren müssen. Wir werden nicht so weit ausrasten wie letztes Mal mit unserem Polo. Der Polo war war ein Moment. Das war ein Moment für uns. Das war ein ganz eigenes. Also das war ein Moment einfach so. Muss man auch, ja, ne? Reden wir nicht drüber. Schönes Fahrzeug nebenbei trotzdem gewesen. Muss man, kann man nicht anders sagen. So, wir schauen jetzt mal, was die Vorgaben sind, bevor ich in den Focus RS Unmengen an Kohle reinballer und gar nicht weiß, was oben ist. Ich möchte als erstes den GT freischalten, weil den möchte ich gerne fahren. Pickup Waste Truck. Warte mal, ich krieg den. Okay, wir fahren doch nicht Ford GT und Focus heute. Also ich habe gedacht, wir machen das, aber machen wir nicht. Wir fahren Pickups. Okay. Okay. okay, ja gut, einmal haben wir ein Ovalrennen und dann haben wir noch ein Offroad-Rennen. Mhm. Ja gut, ich sag mal so, theoretisch könnten wir uns ein Rennen sparen, wenn wir direkt den Ford, wenn wir den kaufen würden, könnten wir uns das direkt sparen, bin ich ehrlich, weil dann müssten wir das hier nicht machen. Dann bräuchten wir das Rennen hier gar nicht fahren, weil den Wagen nicht kaufen müssen. Aber ich bin ehrlich, auf Pickup-Rennen haben wir noch nicht so viel gemacht, ne? Und wir bräuchten den Toyota Tundra, ne? Was kostet? Cool, wir gucken mal, was der Tundra kostet. Vielleicht tun wir heute erstmal ein Pickup, Leute. Vielleicht machen wir das mal. Machen wir heute mal zwei Pickup-Rennen. Komm, mal als Ausnahme. Muss man ein bisschen was anderes hier bieten, ne? Nicht immer denselben Schiss in meinen Nissel. Da muss man mal ein bisschen Abwechslung rein. So, Toyota Tundra. Wo ist er denn? Toyota. Bitte sei nicht arschteuer. Das wäre sichtlich schmackhaft, Kollege. Jetzt kaufe ich den Raptor. Ah, 62.000. Ja, komm, machen wir, komm. Das Gute ist, wir können es jetzt hier frei befahrbar wählen, weil der Wagen wird jetzt hier, wir kaufen Neuwagen, Leute. Das ist schon eine wilde Sache. Hier, Neuwagen, schöne Präsentation vom Toyota TRD Pro Tundra. Ja, komm. 62.000 einmal gekauft. Wie gesagt, wir hätten auch den Raptor direkt kaufen können, dann hätten wir uns ein Rennen gespart, aber dann machen wir heute mal zwei Offroad-Rennen. Komm, warum nicht? Man muss auch mal, also nicht zwei Offroad-Rennen, sondern zwei Pickup-Rennen. So, muss ja auch mal sein. Ja, wechseln wir ruhig zu dem Fahrzeug. Wunderbar. So, ich habe jetzt vergessen, welchen Score wir brauchen. Da muss ich vielleicht nochmal kurz einen kleinen Blick reinwerfen. Und ich gucke hier jetzt mal, ob ich den Schwierigkeitsgrad aus dem verstellt habe. Ich meine, es gab jetzt ein Update. Also ich jetzt aber mal nachschauen, man weiß ja nie. So, wir gehen nochmal rein. Was haben wir denn zu tun? Ich würde sagen, wir fahren erstmal das normale Rennen und dann fahren wir das andere Rennen, ja. Also wir kaufen auf jeden Fall auch Mattschreifen. Genau, das ist Offroad und beides 420er Score, ne? 420, ne? Ja. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall nicht viel Tune. Gut, dann gehen wir mal rein. Wir werden auf jeden Fall mal Mattschreifen kaufen, weil brauchen wir auf jeden Fall für das eine Rennen, damit wir da antreten dürfen. Brauchen wir aber eben für das Ovalrennen natürlich nicht. Heißt, die werden wir mal ganz kurz kaufen. Was kosten die Mattschreifen denn? Da, Mattschreifen. So, die kaufen wir einmal. Alter, die bringen mich damit schon auf den 444er Score. Ja, moin. Okay. Und die Sportweich? 470er. Okay, dann bleiben wir bei Komfortmittel. Ja, wir wechseln gleich einfach. Ja, dann machen wir halt sonst gar nichts, weil alles. Ja, okay. Alles andere ist halt Quatsch, weil wir damit den Score halt so hochprügeln und wir wollen ja auf den 24er bleiben.
belegen ihn auch nicht. Okay, komm, ballern wir nicht so viele Sachen in die Leistung rein. Wir gehen aber mal in GT Auto. Und schauen, was wir damit anstellen können. Gibt es ein Whitebody-Kit für den Toyota? Warum frage ich überhaupt? Natürlich gibt es ein Whitebody-Kit für den Toyota Tundra. Das Bild ist natürlich richtig hilfreich. Ich sehe überhaupt keinen Unterschied, Alter. Wo ist der Unterschied? Ja, okay, es ist schon ein bisschen breiter, aber 25k breiter. Nee, es ist nicht 25k breiter für mich. Also, wir reden hier nicht über 25.000 gut investiert. Nee. Ja, das sehe ich nicht ein. Das, machen wir nicht. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir mit dem Kollegen anstellen können. Räder. Ja, was gibt's denn hier für Offroad-Räder? Alles nicht so Offroad-mäßig, ne? Ja, auch nicht. Nee. Gibt es überhaupt Offroad-Felgen hier in dem Spiel so richtige? Ich glaube nicht, ne? Ja, ich weiß es ja auch nicht, Leute. Jetzt einfach schöne Workmeister drauf. Ich meine, machst du eigentlich nie was falsch mit. Ist immer eine sichere Nummer, ne? Wenn ich weiß, was nimmst du, was mit Meister. Aber ich glaube, wir nehmen hier die Legenda. Ja, ich glaube, wir nehmen die Legenda. Das dürfte doch am meisten für mich funktionieren. Wir nehmen mal die Legenda, das dürfte passen. Wir können bis 24 Zoll hoch. Ja, schon ziemlich geil. Holy fuck, Alter. Wir fahren mal 19 Zoll in breit und in breit. Oh, okay, die Spurbreite ist aber schon sexy, Alter, dafür, dass wir die verbreitet haben. Okay, nehmen wir mit. So, das haben wir. Lackfarbe, ja, ich bin mit dem Blau ganz happy. Front. Oh geil, es gibt sogar Bullbars, wie geil. Oder so eine Stoßstange. Ne, ich nehme schon die Bullbar. Wir nehmen die Bullbar einmal, dankeschön. Dann Trittbretter nehmen wir auch mal, bitte, danke. Oh, hinten auch nochmal ein anderes Anbauteil, nehmen wir auch mit. Und es gibt leider kein Heckflügel, ich bin entsetzt. Dann, Schnellverschlüsse können wir machen und den Rest leider nicht. Glühbirnen machen wir gelb rein, finde ich mal off oder cooler. Nur manchmal hat der Original gar keins, dann schenken wir uns das auch. Und wir können den Kühlergrill noch ändern. Wir können noch mehr Zusatzleuchten in diesen Kühlergrill reinballern. Ja, aber hallo. Mehr Lichter ist ja auch sicherer. Ne? Ist ja auch einfach nur die Wahrheit, Leute. Es ist ja einfach sicherer. Gut, dann gucken wir mal. Ich bin jetzt mal gespannt, was das gibt. Bin ich überhaupt schon richtig ins Offroad-Rennbahn gefahren? Nee, Offroad sind wir immer nur Missionen und so, ne? Naja, gut, schauen wir mal. Würde ich sagen, gehen wir ins Offroad-Rennen rein, weil da, wir haben gerade die Mattstreifen drauf, dann brauche ich die nicht gerade wieder umrüsten. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, der Wagen an sich ist sehr ungetuned jetzt. Weil wir haben nur Reifen gemacht. Also wirklich, weil sonst ist der Wagen vom Score halt viel zu hoch. Obwohl, warte, wir müssten ja. Das Doofe ist halt, Komfort weich müsste ja auch schon was. Komfort weich bringt auch schon mal 24er Score. Dann machen wir es mal so. Weil ich hätte gerne Sport drauf gemacht, aber Sport macht schon zu viel Score. Und ich will ja, wir wollen ja eine gewisse Herausforderung haben. Obwohl ich mir schon genug Herausforderungen stelle, so ein Pickup durch den Oval zu ballern. Aber gut, wir gehen mal nach Colorado rein. So, Fahrzeugeinstellungen, Reifen. Da Matsch, dankeschön. Und Matsch, wunderbar. Das passt alles. 3 Runden in Colorado Springs mit Pickups. Ich bin jetzt mal gespannt. Platz 3 oder höher gibt uns den Ford SVT Raptor. Schauen wir mal. Ja. Oh, die haben sogar alle sehr coole Offroad-Liveries und ich hier mit meinem Standard-Tundra, Alter. Ich fühle mich jetzt hier gerade wie der letzte Honk. Naja, ich bin der letzte Honk. Okay, 11 Jungs vor mir. Ja, das ist aber ein sehr loses Untergrundgefühl hier. Holy fuck. Nebenbei, das Gute ist, wir können jetzt auch bald mal die Missionen weitermachen und auch die Lizenzen fertig machen, weil es wurde alles gefixt. Oder alles gefixt, alle Reifentypen sollen wieder richtig sein. Bin gespannt. Holy fuck, sendet! Moin, rein da! Der Toyota TRD sieht aber extrem geil aus, Kollege. Da ist ein Check 60 Kfz, was du da fährst. Einfach mal hier so der Pickup-Brüdern mal rumbrüllen. Der Tundra hat echt Bums, Alter. Holy fuck! Ich habe echt gedacht, das wird ein total langweiliges, langsames Rennen, aber dass hier gerade so ein wildes Offroad geprügelt wird, das ist ja mal richtig geil. Richtig nice. Ab geht's hier. Komm, gib ihm. Toyota, komm. Rein ums Eck. Ab geht's. Über die Sprungphysik reden wir nicht. Die ist ein bisschen komisch in dem Spiel. Gran Turismo war noch nie für sein Offroad-Fahren bekannt. Spaß machen tut's trotzdem. Ich
Schön hier reingesendet, Junge. Und da sind wir schon auf Platz 8 hier, Junge. Ich bin der geborene Offroad-Fahrer. Ich sag es euch, guck mal hier. Das macht gerade echt viel Bock. Weil merkt man im Controller brutal gut, dass wir auf losem Untergrund fahren. Der Controller simuliert das sehr gut, dass der Wagen, ich sag mal, sehr leichtfüßig ist. So leichtfüßig, wie halt ein Pickup sein kann. So, erste Runde und auf Platz 7. Ja, das ist schon mal ein ganz gutes Vorkommen. Die haben alle voll die geilen Liveries drauf. Nice. Ich fahre hier mit meinem Standard Toyota. Oh, aber ich bin sehr happy mit meinem Standard Toyota. Der macht schon geile Sachen. Sag ich mal, Dankeschön, die Herren. Einmal durchlassen hier. Wunderbar, wunderbar. Hallöchen, guten Tag. Moin, moin. Rein da, senden. Oh Gott, falsch gesendet. Ei, ei, ei. Aber es ist die erste Meisterschaft, wo wir Autos eines Herstellers freischalten, wo nur eins dieser Fahrzeuge überhaupt nutzbar ist. Also normal haben wir, okay, hier sind die Alphas, die kannst du theoretisch alle drei fahren. Such dir aus, wenn du auf wen du Bock hast. Und hier ist halt so, ist ein Pickups. Der Ford GT und der Ford Focus sind keine Pickups. Ich weiß, mindblowing, aber ich dachte, ich erwähne es mal. Und ich bin im Offroad-Bereich anscheinend ein ziemlich krasser Typ, wollte ich sagen. Typ war das Wort mit M. Weil ich bin jetzt gleich schon auf Platz 1 dran. Ja, moin. Ja, moin. Das lübt ja super. Und rein hier in den Sprung. Man fühlt sich in so einem Pickup schon erhaben, ne? Ich bin auch ehrlich, ich bin kein SUV-Freund, aber so ein Pickup würde ich mir zulegen. Vor allem so ein Ami-Ding. So ein richtig schöner, unnötig großer Pickup. Wo du einfach dein Auto schon allein auf die Ladefläche parken könntest und gar keine Anhänger mehr benötigst. Aber ich bin Pickup-Profi, ich sag's euch, guck hier. Guckt's euch an. Auf unserem Bereich unschlagbar in meinem Toyota Tundra. In meinem Ford Tundra gegen die Toyota Ford Raptors. Ja. Bisschen der Repeat, liebe Kinder, merke ich das. Kommt im Aufsatz vor. Wow, fuck off. Ja, unsichtbare Mauern. Love it. Love it. Hier, gar keine Chance. Jetzt gerne Nachtrennen. Ich hoffe, Daytona oder Survivor sind wir gefahren. Ich weiß nicht, ob es Daytona jetzt war. Also ein bisschen mit Nachteinnahme. Ich möchte die Zusatzleuchten, die wir vorne dran haben, auch nutzen. Ja, die sollen ja auch eine Funktion haben. Oh Gottes Namen. Die Kurve hier verschätze ich immer ein bisschen. Aber ist kein Thema, weil ich so ein krasser Typ bin, kann ich mir hier erlauben, was ich lustig bin. Was ich so lustig sein tu. Gott, aber. Wunderschön hier. Dann nächste Kurve wieder anstellen und dann in die Kurve reinsenden. Warte. Das heißt nämlich schon vor der Kurve rein und jetzt quer über den Sprung. Zack. Kein Block, wäre verdammt stolz. Ich sehe ihn nur klatschend am Straßenrand mit Sätzen wie: Dich würde ich gerne adoptieren, mein Sohn. Sowas halt. Ich habe komisches Verhältnis zu dem Block anscheinend. Naja, lassen wir das. Letzte Kurve noch, schön rumgesendet hier und dann kommt der Sieg. Okay, das Offroad-Rennen war schon mal sehr entspannt. Das war sehr entspannt. Das war auch sehr kurzweilig. Aber wir haben jetzt einen Ford Raptor. Wo ich echt überlege, ob ich den Ford Raptor oder den Tundra lieber fahren will. Ich meine, der Tundra ist nice. Aber so ein Ford Raptor wäre halt auch cool. Ist halt noch der alte nebenbei. Den neuen gibt es auch gar nicht im Spiel, was ich sehr lustig finde. Der wäre halt auch cool. Sollen wir jetzt das Ford Raptor dafür tun? Ich weiß gar nicht. Wir wägen mal ab, wer mehr Leistung hat. Ich würde es einfach mal mit dem Leistungsding gehen. Der Toyota ist natürlich viel neuer und moderner. Aber der Ford Raptor ist für mich der coolere. Ich bin da ehrlich. Ich bin da recht einfach. Wir gehen mal kurz gucken. Wir gucken mal ganz kurz, wer von den beiden die mehr Leistung hat. Das würde mich jetzt mal interessieren. So, Fahrzeugwechsel. Wir haben hier 283 kW und der Ford Raptor hat... Oh, 306 kW. Okay, Ford Raptor it is. Nehmt's mir nicht übel, aber Leute, das ist unser Auto to go. Ja, wir müssen auch mal ein bisschen hier Abwechslung reinbringen. Wenn wir jetzt auf so Wahl gehen, finde ich mit dem Ami-Pickup dann noch ein bisschen passender. 438er Score aber damit direkt. Aber komm, das gönnen wir uns. Bessere Reifen mache ich mal mit. So. Ich würde gerne gerade mal fast gucken, ob wir vielleicht eine coole Livery bekommen, weil dadurch, dass wir vielleicht oval fahren, wäre es natürlich sehr geil, irgendwie so eine NASCAR-mäßige Livery zu haben, aber
dich, warte mal, ich such mal, ob ich nicht der Einzige bin, der mit dem Mindset da reingegangen ist, weil es ist nur Wahl und... Guck mal, bin ich nicht der Einzige. Danica Patrick. Ich hab keine Ahnung, wer Chastain ist. Wir nehmen es mal. Ich habe keine Ahnung, wer der Typ ist. Aber ich finde die Livery ganz nice. Und ja, ich habe keine Ahnung. Man muss auch sagen, ich habe auch keine Ahnung, wer bei Nesca alles mitfährt. Also da bin ich auch so vollkommen raus. Wir können mal kurz... Police Livery kann ich nicht nehmen. Welche Verbreiter? Und ich, ja, wir verbreiten den auch wahrscheinlich nicht, weil lohnt nicht, ne? Ja, es ist schon breiter, aber bei so einem Pickup, ich meine, da kriegst du ja auch super viel allein durch die Felgen optisch hin. Also da können wir uns das auch mal schenken. Ich hätte ja gerne, wenn die coole, krasse, so richtig krasse Pickups hätten, krasse Spoiler hätten. Das wäre cool. So, einmal das hier drauf. Dürfte gar nichts kosten, weil ich glaube, der hat keine Teile geändert, ne? Na, nice. Sehr gut, der hat keine Teile geändert. Das finde ich sehr gut. Immer wieder gerne. Bitte ändern Sie nie wieder Teile. Schöne RS auf meinen... Ich finde ja geil, dass LMs immer fahrzeugspezifisch nur freigegeben werden. Finde ich sehr interessant, dass da irgendwie eine Vorgabe gibt. Auch hier werden wieder die OZ draufladen, weil die funktionieren einfach. Es ist, wie es ist. In breit und das dürfte auch wieder fett aussehen. Oh ja. Ah, was eine Breite. Nice. So, Anpassungsteile. Oh, mehr Zusatzleuchten. Immer her damit. Zusatzleuchten braucht das Land. Oh, er hat original ein Trittbrett. Wir können das Trittbrett weniger machen oder ganz weg. Wenn wir das Originale lassen wir dann. Und hinten auch ein bisschen aggressiver. Das finde ich auch gut. Nehmen wir. Da gibt es auch nur Motorraumstifte. Nummernschild hat er vorne eh nicht. Glühbirne machen wir auch auf gelb, weil cool. Und Kühlregel können wir ändern. Das Lustige ist, hier machen wir sie komplett weiß. Beim Tundra machst du nur die mittleren weiß, lustigerweise. Na, alles weiß, dann passt es schön. Schön viel Zusatzbeleuchtung. Wir werden das Rennen einfach gewinnen, indem wir unsere Gegner blenden. Es kann so einfach sein, Leute. Einfach blendend aussehen. Das lasse ich einfach so stehen. Das kommentiere ich auch gar nicht weiter. Ich lasse das einfach auf euch wirken. Einfach mal in den Kopf reingehen lassen. Na? Tut schon weh? Gut, wunderbar. Weh tut auch gerade diese Ladezeit, die irgendwie nicht vorangehen will. Hallo. Ich habe nur ein Ford Ranger umgebaut. Das ist... Ja. Gleich haben wir. Darf ich jetzt gleich wieder? Ja, wunderbar. Da ist halt manchmal auch, glaube ich, ausgewürfelt. So. Ja, wir gehen rein. Wir gehen rein und schauen, was der Kollege kann. Wie gesagt, Greifen habe ich ein bisschen verbessert. Wir sind jetzt 20 Punkte leider über am Score, aber wir spielen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, also dürfen dementsprechend. Und es ist Daytona. Ich hatte sogar recht. Daytona Oval, 5 Runden. In Pickups. Geil, rein da. Das ist wie Nesca, nur gestört. Obwohl, es gibt ja die Nesca-Serie mit den Pickups. Die gibt es ja auch. Also dementsprechend ist es nicht gestört, es ist nur sehr Ami-like. Gut, schauen wir mal. Ich denke mal, wir werden auch hier wie bei der ersten Nesca wirklich Windschatten fahren müssen, weil sonst wirst du hier halt voll abreißen lassen. Heißt, schöne Windschatten ran und dann schön draften. In unserem Ford Ranger. Mit offener Ladefläche nebenbei, mit zuer Ladefläche nebenbei. Sehr offen, Lukas, man sieht, wie offen sie ist. Gut erwähnt. Okay, wir holen schon mal nicht so schnell auf wie bei unserem Offroad-Rennen. Ich weiß nicht, in welchem Gang ich bleiben soll. Ist vierter gut oder schon im fünften? Na, gucken, dass ich hier irgendwie aufschließe auf den Windschatten. Noch hänge ich sehr hinterher und die Zeit oben links hat auch, ich gewinne auch nicht. Wenn die jetzt da vorne anfangen, Windschatten zu fahren, bin ich der Depp, der hier schön hinterher hinkt. Die Besetzung ist halt echt scheiße, merke ich gerade. Da vorne kloppen sich das gut. Okay, erste Runde ist gleich rum und das lief überhaupt nicht gut für uns. Ich bin, glaube ich, kein guter Nesca-Pickup-Fahrer. Oh, sie bremsen. Alter, was machen die denn da vorne? Guck euch mal dieses Päckchen an, was sich da gerade bildet. Aber, dadurch, dass das Päckchen sich gebildet hat, bin ich jetzt der Fröhliche, der da jetzt aufschließen kann. Weil das kostet gerade Zeit, die Kampfgruppe da. Oh ja, ich komm ran. Come on. Jetzt geht das richtige Nesca fahren. So, schön den Windschatten ran, dann müssen wir fliegen. Theoretisch müssen wir eigentlich mit dem Grüppchen mitfahren, weil Platz 1 und 2 haben sich schon abgesetzt. Also wir müssen eigentlich mit dem Grüppchen zusammen nach vorne fliegen. Anders wird das hier nichts. So, schön Windschatten. Komm fort. Zieh! Alter, was eine Kampfgruppe. Junge, wie soll ich denn hier durchkommen? Wo habt ihr denn hier noch Platz? Oh Gott.
Moin, ich fahre mal auf Minder Infield. Oh Gott. Oh. Durch da, weg da. Ich muss Platz, hallo. Ich muss Platz vor allem. Lernen Sie heute noch Deutsch mit mir. Oh, du Penner. Da wurde ich weggeschubst. Okay, wieder in den Windschatten ran. Das ist wirklich wie ein richtiges Nest gefahren. Ich finde krass, wie die KI hier wirklich mit Windschatten richtig miteinander arbeitet. Guck dir das mal an. Da war ein kleines Kampfgrüppchen. Komm. Oh Gott, ich werde gleich von hinten angeschoben. Oh, ich krieg gleich einen Schubser. Wir müssen ja auf Platz 3 kommen. Platz 3 ist aber weit weg, ey. Wahnsinn. Wo ist denn Platz 3? Aber willst du mich jetzt verarschen, oder? Wo ist denn der? Weißt du, der ist vorne in dem Dreiergrüppchen, ne? Scheiße. Außenrum. Erstmal habe ich den vierten Platz jetzt, aber die 8 Sekunden. Ja, wir holen auf. Aber das wird niemals reichen, um am Ende Platz 2 zu holen, Platz 3 hier zu holen. Weil die ersten drei halt wunderbar gemeinsam auch Windschatten miteinander fahren. Das ist immer vorbei, weil es ist ja sogar taktisch klug, Leute vorbeizulassen bei dem Draften, weil du willst ja wieder selber jemanden für Windschatten haben. Ja, wir holen ein bisschen auf, aber ich weiß nicht, ob das am Ende reichen wird. Ich meine, wir sind schon ein sehr beeindruckender Zug an Autos. Jetzt verlieren wir Zeit. Wir haben noch zwei Runden. Das wird sehr schwierig, dass das was wird am Ende, glaube ich, liebe Leute. Ich bin nur jetzt gerade noch am überlegen, wie wir das gleich anders machen wollen. Auf dem Mystic Weg jetzt gerade ist das hier gerade auf jeden Fall tricky. Wir bräuchten mehr Topspeed. Diese Kampfgruppe hinter mir, ey, Wahnsinn. Es zieht auch keiner vorbei. Ihr müsstet mal vorbeiziehen, Jungs. Kommt schon. Ich brauche euch zum Draften. Los, vorbei. Komm. Ja, vamos. Ohne mich abzudrängen. Oh Gott. Das hat überhaupt nichts gebracht. Das war sehr ineffizient. Ich brauche für das Dreiergrüppchen da vorne mehr Bums. Ich sage es, wie es ist, Leute. Wir brauchen mehr Leistung für das Dreiergrüppchen da vorne. Uns fehlt der Speed. Die 8 Sekunden werden einfach nicht weniger. Au! Oh Gott, komm. Ich muss ihn einfach anschieben. Ich muss mit ihm zusammen nach vorne kommen. So, jetzt raus. Wird nicht reichen, ne? Es wird nicht reichen. Oh Gott. Oi. Oh. Es wird am Ende nicht reichen. Nee, ich würde mal sagen, wir gehen gleich nochmal ein bisschen tunen, ein bisschen noch Leistung rauskitzeln, weil klar, das kann man auch ohne mehr Leistung schaffen, es ist mir bewusst, aber das muss dann so on point mit dem Drafting hier funktionieren, dass ich halt wirklich von Anfang an nicht abreißen lasse, dass ich an die ersten drei rankomme, weil wenn die da vorne ihre Zeiten fahren, die sehen, guck mal hier, 0,042, 0,155, die waren halt alle wirklich beieinander und ich war leider der Depp, der dann halt hinten mit dem Grüppchen fahren musste. Dadurch kam ich da nicht wirklich ran. Na gut. Ich würde sagen, wie gesagt, wir gehen nochmal ein bisschen am Drehtchen drehen, weil Leistung können wir noch holen, dass wir ein bisschen früher durch das Grüppchen kommen, dass wir ein bisschen, ich glaube, Topspeed wäre ein wichtiger Teil. Ich glaube, Topspeed wäre sehr, sehr wichtig, dass wir da dran arbeiten. Da müssen wir ein bisschen was rausholen. Da müssen wir mal gucken, dass da noch was geht. So, was macht denn der Rennauspuff? Wie viel macht denn der? Der macht nicht viel. Aber sieht cool aus. Machen wir einfach mal. Komm, bumst egal. Kompressor hochdrehen. Gut, zu Kompressor will ich natürlich. Ich glaube, das Ganze ein bisschen kaputt machen, ne? Das kostet ganz schön viel für ein bisschen Leistung. Also, das kann ich mir auch schenken. Bohrung.
Ich guck gerade, wo wir ein bisschen schnelle Leistung mit rausholen. Das wäre natürlich ganz nice. Ja, Auswurf können wir kann auch mal machen. Und ich bin halt fast überlegen, wirklich. Hier den Kompressor drauf zu schnallen. Ich weiß, es ist komplett Overkill, aber ich hätte schon Bock drauf. Warte, 482. 482, okay, das macht keinen Unterschied, ne? Ja, komm, wir erhöhen das Drehmoment einfach mal. Komm, Rinder jetzt. So, Karre ist jetzt komplett OP, aber ist mir bumse egal. Ich muss hier im Oval gewinnen. Und wenn das mit Geld ist am Ende. Naja, aber ich muss gucken, dass ich an den ersten drei dranbleibe. Entweder, wie gesagt, am Anfang, dass ich schneller an die Gruppe drankomme und schneller mitdraften kann. Oder eben, ja, eben durch Geschwindigkeit. Aber ich glaube, jetzt mit dem Setup dürfte ich trotzdem auch schneller an das Grüppchen vor mir kommen. Und dadurch könnte ich dann auch schneller an das Grüppchen weniger abreißen lassen, an das Grüppchen davor. Rennabgasanlage klingt aber nett. Oh ja, jetzt haben wir auch wirklich mehr Bums. Hoppla. Scheiße. Moin Moin, ich müsste mal hier durch. Der Ford Raptor Train ist angekommen, Bitches. Oh ja, jetzt haben wir mehr Schwung. Ja, mehr Tempo. Komm hier. Oh ja, Abgasanlage ist aber auch gut laut. Holy shit. Ich mal, danke. Moin. Ihr seht nämlich, die ersten drei fangen nämlich jetzt schon wieder an, schön einen Windschattenzug zu machen. Und ja, diesmal will ich nicht abreißen lassen. Diesmal bin ich mit am Start. Diesmal lasse ich mir das nicht nehmen. So. Jetzt sind wir dran. Jetzt machen wir das Ding hier. Easy. Ja, wir haben ein bisschen mehr Topspeed rausgeholt auf jeden Fall. Wir fahren nicht mehr 212. Das ist vielleicht ein minimaler Unterschied zu vermerken. Den wir jetzt hier in unserem Ford F-150 Raptor fahren können. Habe ich Ranger die ganze Zeit gesagt? Ich weiß nicht, bin mir nicht mehr sicher, ob ich Ranger gesagt habe. Das klingt so von meiner Zunge her, klingt das, als würde ich die ganze Zeit Ranger gesagt haben. Kann auch gut sein. Natürlich ein F-150. Hey, die Evo Wheels sind schon cool. Die sind schon sehr geil designt, die Pickups. Okay, auf den Graden, ja, muss ich sagen, der Kompressor bringt mir halt ein brutales Überdrehmoment, ey. Holy shit. Jo, moin. Tschüss, see ya. Wobei ich aber trotzdem sagen muss, gerade das Draften und dieses Gruppenfahren. Ich kenne wenige Spiele, wo Ovalrennen mit KI gut funktionieren. Weil dieses in Kolonne fahren, naheinander fahren, sich nicht abschießen und, ist für die meisten KI in Rennspielen echt ein Problem. Also die wenigsten Rennspiele, die ich kenne, kriegen es wirklich hin, dass die KI wirklich nah beieinander fahren kann und sich nicht die Karre kachelt, weil meistens ist da so ein Grundsicherheitsabstand, den die einhalten wollen und. Aber ihr seht, ich hätte jetzt wieder ein ähnliches Problem gehabt. Die hintere Gruppe und die erste Gruppe wären schon wieder gut voneinander gesplittet gewesen. Und du kannst zwar mit der Gruppe ranfahren, aber wenn die andere Gruppe sich ja auch boosten kann, was sie hier kann, dann bist du halt ein bisschen der Depp. Also dementsprechend nehmen wir jetzt gerade die gleiche Methode und das nennt sich die amerikanische gute Wert Power, weil Power regelt alles. Ihr habt Probleme? Power. Die Amerikaner wissen da, wie es läuft. Ist wirklich so. Die Amis wissen dann einfach, wie man es macht. Einfach mehr Leistung reinballern und dann geht das schon. Das ist ganz, ganz einfache amerikanische Mathematik, liebe Leute. So einfach kann es sein. Gehe ich aber einfach selber auf Bestzeit. Ja, aber ihr seht, wir lassen gar nicht mehr so viel abreißen, weil die da natürlich das vierte Grüppchen jetzt Windschatten fahren, ich hier alleine nach vorne muss. So, zwei Ründchen haben wir noch. Ich finde immer gut, wie meine Folgen wieder starten. So, heute wollen wir nicht viel Geld in Autos investieren. Nach der Folge wieder 100.000 irgendwas reingeschmissen, wo ich wieder nicht gefunden habe, wo das jetzt am Ende war. Aber hey, ich meine, 100.000 ausgeben oder nicht ausgeben. Wo ist da der Unterschied, meine ich? Also das ist ja eigentlich auch, also das muss man, also ne, also ich finde, man muss auch mal investieren in die Wirtschaft. Ne? Ist ja wichtig, es ist ja wichtig. Aber ich kann euch empfehlen, spart euch den Kompressor, ihr seid sonst ein bisschen OP.
Ja, ich wollte ein bisschen mehr Topspeed haben. Ich meine, den habe ich ja. Aber die KI hat halt trotzdem ihre 212, 220 drauf. Und ich balle hier teilweise 240, 250 lang. Leichtes Leistungsungewicht würde ich vermeinen, was wir da haben. Naja, gut. Was willst du machen? So, letzte Runde. Gerade haben wir einen 59.999. Das ist eine sehr schöne Zahl, wenn man sich so anguckt. Der Touch von was. So, vielleicht nochmal schneller werden. Aber ich glaube, schneller als Runde 2 wird nicht. Weil wir da ja auch mit KI zusammen angeflogen gekommen sind. Dementsprechend Windschatten sammeln konnten. Oh ne, ich nehme es zurück. Vielleicht werden wir doch nochmal schneller. Aber da hatten wir Windschatten. Und den haben wir jetzt nicht mehr. Deswegen, ein bisschen Topspeed geht uns natürlich trotzdem flöten. Den wir am Ende gar nicht haben können. Da sind wirklich diese Grüppchen, die bleiben. Also da kreist auch keiner von der hinteren Gruppe ab. Oder hol dir nochmal auf. Das kannst du dir halt schenken. Und dann gehen wir gleich durch das wunderbare Rennen, den Ford GT. Den müssen wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Ich muss mal gucken, welchem Rahmen. Bei Ford GT ultra geil. Vor allem, ich möchte auf jeden Fall das LM Spec Car von Gran Turismo 4 und sowas noch haben. Absolut geiles Kfz. So, nice. Da haben wir den ersten Platz. Einfach mit der wunderbaren These jedes Amis, ich baller einfach mehr Leistung in meine Karre und schon gewinne ich Rennen. Komischerweise, absolut weird. Aber wir haben das Geld zumindest wiederbekommen. Und ein 4-Sterne-Roulette-Ticket, nice. Was sicherlich wieder nichts bringt, weil wir wieder nichts gewinnen werden. Aber oh, dieses schöne Kfz ist eh nicht schön. Das dürfte jetzt aber auch gut Punkte geben, ne? Ja, Level Up, nice. Auch gut. Wunderbar. So, einmal speichern. Und dann gehen wir mal zurück und drehen erstmal das Ticket und danach gehen wir kurz ins Café und reden mit unserem netten Luca darüber, wie geil wir Ford finden. So. Ah, ich bin jetzt ins Café gegangen. Machen wir gleich mit dem Roulette-Ticket. Ich matsche das Stieg auch ein bisschen neben mir, habe ich das Gefühl. Na gut. Hey, Glückwunsch, Sie haben alle drei Autos, damit ist Ihre Ford-Sammlung komplett. Sobald Sie Ihre Belohnung haben, kann ich Ihnen einige Geschichten über diese Autos erzählen. Special State Route X haben wir freigeschaltet. So, oh, der Chris hat aber auch was. Komm, der Chris darf auch mal wieder. Die F-Serie von Ford ist die beliebteste Pickup-Reihe in Nordamerika. Und der Raptor ist mit Abstand das Modell mit der höchsten Leistung. Ein Designziel war die Optimierung für Offroad-Rennen, was ihn deutlich von Sportwagen mit wenig Bodenabstand abhebt. Der Raptor bietet eine breite Karosserie, ein verstärktes Fahrwerk und einen 6,2 Liter V8 Motor. Es erzeugt über 294,1 kW. Wer diese beste Nebenelemente ist, springt ihre Vorstellung davon, wie schnell ein Truck fahren kann. Ja gut, so. Dann hau mal, Luca, hau mal ein bisschen was raus sofort. Wir durften ja nur einen von den dreien fahren. Doofe Mission, Luca. Naja. Die amerikanische Marke Ford gehört zu den besten Autoherstellern der Welt. Sie ist für die Produktion vieler legendärer Sportwagen wie etwa dem Ford GT verantwortlich. Oder für erfolgreiche Pickups wie dem F-150. Und für Kraftpakete wie den in Europa gebauten Focus. Mit anderen Worten, sie waren an der Produktion von vielen verschiedenen Autos beteiligt. Die ersten Autos gab es gegen Ende des 19. Jahrhunderts und schon kurz darauf haben sie die Welt revolutioniert. Ford spielt dabei eine große Rolle, da sie die Technologie hinter der Massenproduktion entwickelten. Zu dieser Zeit, nicht lange nachdem das erste Auto überhaupt erfunden wurde, wurden Autos nacheinander gebaut und die Arbeit bewegte sich zwischen den Einheiten in der Fabrik umher. Im Jahr 1908 führte Ford die Fertigungsstrecke ein, mit der sich die Autos bewegten und die Arbeiter stillstanden. Das erlaubt die Massenproduktion von Autos und dadurch hat sich ihr Preis dramatisch verringert. Eines der ersten Autos von Ford Fertigungsstrecke war das legendäre Modell T. In 20 Jahren wurden über 15 Millionen davon gebaut. Heutzutage halten wir Massenproduktion für normal, aber man wird sich immer wieder daran erinnern, dass Ford die ersten waren. Das fand ich jetzt eine schöne Geschichte. Das fand ich jetzt so ein bisschen mehr umfangreich und sowas. Das war sehr nice. Das nächste Menü ist Chevrolet. Ui. Okay, da werden wir auch wieder ein bisschen was Schickes sammeln. Sehr gut. So, wir gehen aber zum Abschluss nochmal schön ein kleines Roulette-Ticket drehen, weil da möchte ich auch mal... Müsste ich auch mal gucken, ob wir mal endlich mal was Gutes gewinnen. So, wir schauen mal. Nebenbei, dieses Ding vorne möchte ich nicht haben, weil das vorne ist eine Einladung. Aber wir haben diesmal keine Scheißpreise mehr. Also diesmal, wir haben keinen Kackpreis. Bitte, das ist wirklich, bitte richtig viel Kohle. Bitte. Das sieht nach so viel aus, das sind 30.000, Alter. Aber diese Einladung hätte ich nicht gebraucht, weil du kriegst da eine Einladung, dass du Special Autos kaufen kannst und wir haben ja nicht die Kohle dafür. Aber naja, jetzt hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Na gut, wir haben einen guten Einstieg gehabt. Aber, welche heutige Folge gefallen hat, lasst uns ganz gerne einen Daumen rum da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dann und tschö, tschö.
Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.